Relationship von Shore. 3. Wo bin ich hier nur gelandet? Ich bin popsatt, stöhnte ich und ließ mich seufzend nach hinten auf mein Bett fallen, dessen Bettfedern daraufhin knarzend unter meinem Gewicht nachgaben. Kay schloss lachend die Türe und ließ sich ebenfalls auf ihr Bett nieder. Sie streifte sich ihre Schuhe von den Füßen, ehe sie ihre Beine zu einem Schneidersitz verkreuzte und mich durch ihre hellbraunen Augen anschaute. Verwundert legte ich meine Stirn in Falten und richtete mich auf. Unseren Blickkontakt unterbrach ich nicht. »Hab ich irgendwas in der Fresse kleben oder warum stierst du mich so an?« platzte es damit einmal aus mir heraus, worauf Kay ihren Kopf leicht schüttelte und ihre Mundwinkel zu einem Lächeln verzog. »Ich versuche nur zu verstehen, was mein Bruder an dir findet.« Genervt stöhnte ich auf und ließ mich augenverdrehend wieder nach hinten auf mein Bett fallen. Konnte sie dieses beschissene Thema nicht endlich abhaken? »Naja«, meinte Kay mit einmal und erhob sich von ihrem Bett. Im Augenwinkel konnte ich beobachten, wie sie auf die Türe des vermutenden Badezimmers zusteuerte und schließlich in diesem verschwand. Ich hingegen starrte weiterhin an die karge Decke und ließ meinen Gedanken schweifen. Wirklich weit kam ich jedoch nicht, denn da meldete sich auch schon mein Handy zu Wort. Genervt zog ich es aus meiner Hosentasche und versuchte den Namen, der immer wieder auf dem Bildschirm aufblinkte, zu entziffern, was auf den Kopf recht schwer fiel. Endlich geschafft, fiel mir das Handy vor Schreck glatt aus der Hand und suchte sich als Landepunkt genau meine Nase aus. Perfekt. Stöhnend rieb ich mir mein Nasenbein, während ich mich aufrichtete und mein Handy wieder in die Hand nahm. Mein Daumen schwebte für kurze Zeit über den roten Button, ehe ich ihn dann doch auf den grünen drückte und mein Handy ans Ohr führte. Dann wollten wir mal. »Ja«, meldete ich mich zu Wort und wartete auf eine Antwort. »Jill, bist du gut angekommen? Das Internat ist toll, nicht wahr? Hast du dich schon mit deiner Zimmergenossin angefreundet?« erklang die aufgeregte Stimme meiner Mutter. »Halleluja! Vielleicht hätte besser sie hierher kommen sollen.« »Willst du eine ehrliche Antwort, oder soll ich einfach das antworten, was du hören willst?« »Ach, Jill, jetzt hör auf.« »Hör auf? Was dachte sie sich?« Mit einmal kehrte all meine Wut, all mein Hass auf meine Eltern zurück. »Nein, ich werde nicht aufhören, Mom. Ihr habt mich hier einfach abgeschoben, ohne mein Einverständnis. Was denkt ihr denn, wie meine Laune da ist?« »Jill, wir wollen nur das Beste für dich.« »Das Beste? Dass ich nicht lache«, schnaubte ich, während ich aufgeregt hin und her stampfte. »Jill«, fing meine Mutter an, doch ich unterbrach sie. »Verdammt nochmal! Ihr habt mich einfach hunderte von Kilometern auf ein beschissenes Internat gesteckt! Weg von meinen Freunden, weg von allem! Was soll ich denn hier? Zur Vernunft kommen, benehmen lernen? Ich bitte dich! Gib doch einfach zu, dass ihr mit mir überfordert seid! Dass ihr es nicht schafft, dass ihr es nicht wollt! 16 Jahre ist euch meine Erziehung am Arsch vorbeigegangen! Und dann von heute auf morgen nicht mehr! Nur weil ich auf diesen beschissenen Party war, oder was?« »Jill, beruhig dich doch erstmal.« »Beruhigen never! Ich kam doch jetzt erst richtig im Fahrt!« »Warum habt ihr mich auf dieses Internat geschickt, hä?« »Jill, das weißt du genau. Du bist zum, was weiß ich nicht wie viel Mal, erst nach Mitternacht nach Hause gekommen. Sturzbesoffen, vom Polizisten begleitet. Wir...« »Weißt du, Mom?« fiel ich ihr ins Wort. »Es interessiert mich einen Scheißdreck!« »Ihr interessiert mich einen Scheißdreck? Was denkt ihr denn? Warum ich auf so unzähligen Partys war, mich vollgesoffen habe, mit irgendwelchen wahllosen Typen geschlafen habe? Hä? Du und Edward in letzter Zeit kaum noch zu Hause. Und wenn, dann habt ihr euch nur gestritten. Nicht ein einziges Mal habt ihr euch Gedanken über mich gemacht. Wie lange ist es her, dass einer von euch sich mal nach mir erkundigt hat? Wie lange ist es her, dass einer von euch mich mal nach der Schule gefragt hat? Wir mussten nicht fragen, denn wir wussten bereits alles von den fast täglichen Anrufen deiner Direktorin«, schoss sie zurück. Waff. »Weißt du, Mom, ich bin froh, jetzt hier zu sein. Dann muss ich euch wenigstens nicht mehr ertragen.«
Mit diesen Worten nahm ich mein Handy vom Ohr und drückte den roten Button, ehe ich es wieder in meiner Hosentasche verschwinden ließ und mir wütend die Haare raufte. Was dachte die sich nur, dass ich hier glücklich sein würde? Verächtlich blies ich die Luft durch meine Nasenlöcher nach draußen und ließ meinen Blick durch das Zimmer schweifen. Prompt begegnete ich zwei hellbraunen Augen, die mich wie ein verängstigtes Reh verschreckt anstarrten. Rasch wandte ich meinen Blick von ihr ab und schaute stattdessen aus dem Fenster nach draußen. Die Sonne war bereits fast komplett verschwunden und so erhellte nur noch ein einzelner Sonnenstrahl die Landschaft. »Jill«, durchschnitt Kays Stimme die Stille, die seit knapp 5 Minuten in diesem Raum herrschte. Mit einem Ruck drehte ich meinen Kopf in die Richtung, aus der die Stimme gekommen war. Kay saß mit dem Rücken an die Wand angelehnt auf ihrem Bett und durchbohrte mich mit ihrem Blick. Seufzend fuhr ich mir durch die Haare und presste meine Augen für wenige Sekunden zusammen, ehe ich sie wieder aufschlug und mich auf mein Bett niederließ. Alles. Weißt du, lass es einfach, unterbrach ich sie barsch und sprang von meinem Bett auf. Mit einer Bewegung schnappte ich mir meine Jeansjacke sowie meinen Zimmerschlüssel und verschwand nach draußen auf den dunklen Flur, den ich mit schnellen Schritten entlang eilte. Während ich in meine Jacke schlüpfte, huschte ich die Treppen nach unten und verließ das Gebäude. Ich durchquerte den Innenhof und kam schließlich vor dem Eingangstor wieder zum Stehen. Für wenige Sekunden sah ich mich etwas orientierungslos um, entschied mich dann aber doch nach links zu laufen. Eine halbe Stunde später irrte ich immer noch völlig verloren in den Straßen herum. Ja, ich war tatsächlich bis in die Stadt gekommen. Man mag es kaum glauben. Naja, Stadt konnte man es nicht wirklich nennen, denn dafür wäre diese Ansammlung von Häusern, Geschäften und was weiß ich nicht allen viel zu mickrig. Es war vielmehr ein Dorf. Ja, vielleicht ein kleines, süßes Dörfchen, in dem sich nach 20 Uhr keiner mehr auf die Straße rumtrieb, denn ich war mutterseelend alleine. Kein Mensch, kein Tier. Nichts dergleichen traf ich an. Ich irrte alleine ohne irgendwelche Orientierung in einem fremden, kleinen Dörfchen umher und wusste nicht einmal die Richtung, aus der ich gekommen war. Tja, so war das Schicksal halt. Nett und zuvorkommend, wie immer. Gerade als ich an einer Weggabelung hielt und mich versuchte zu entscheiden, welche der dunklen Gassen denn nun besser wäre, fing es mit einmal an zu regnen. Rasch stülpte ich mir die Kapuze meiner Sweatshirtjacke über den Kopf, um mich wenigstens ein wenig vor den Regen zu schützen, der hoffentlich in wenigen Minuten wieder aufhören würde. Mein Gott, waren wir heute zuversichtlich. In dem Kantinenfraß war bestimmt etwas untergemengt. Naja, auch egal. Nur wenige Minuten später wurde meine Zuversicht mal wieder zugrunde gerampelt, indem der Regen, nein, er hörte nicht auf, er verstärkte sich sogar noch. Prima, nicht wahr? So lief ich da also, spät abends und im strömenden Regen. Konnte mir Gott nicht wenigstens einmal helfen? Ein einziges Mal! Wie als Antwort erhellte mit einmal ein Blitz den Himmel, gefolgt von einem lauten Grummeln, das leicht recht nah wirkte. Scheiß auf Gott! Scheiß auf das Schicksal! Scheiß auf mein Leben! Das Schicksal dachte sich vermutlich auch, mit der kann man es machen. Die hält das aus. Tja, falsch gedacht. Ich hielt es nicht aus. Es zerstörte mich. Es machte mich fertig. Ich war wie eine Zielscheibe, auf die von mehreren Seiten drauf eingeschossen wurde. Immer wieder war ich es, die den widerlichen Geschmack der Realität im Mund schmeckte, die den widerlichen Gestank des Teufels, der sich wahrscheinlich vor lauter Lachen über mein Leben am Boden rollte, in der Nase hatte. So ungern ich es auch zugab, doch das alles zerstörte mich. Ich wollte endlich ein glückliches Leben führen. Ohne all die Stolpersteine und Felsbrocken, die man mir immer wieder in den Weg legte. Ich wollte einfach nicht mehr. Mit einmal lief mir etwas Warmes die Wange hinunter. War das eine Träne? Verwundert wischte ich mir mit dem Handrücken unter den Augen entlang. Tatsächlich, ich heulte. Mein Gott, das war jetzt echt wie in ein scheiß kitschigen Liebesfilm, wo die Frau zutiefst verletzt und heulend im strömenden Regen durch die Straßen irrte. Fehlte eigentlich nur noch
der Märchenprinz, der sie aus dem Elend befreit. Just in diesem Moment hupte ein Auto neben mir. Erschrocken zuckte ich zusammen, ehe ich mich zu dem Auto drehte. Das Schicksal wollte mich verarschen, oder? Wenn hinter dem Fenster jetzt gleich ein gut aussehender junger Typ zum Vorschein kommen würde, würde ich ihm den Kopf abhacken. Das Fenster des Autos fuhr herunter und entblößte das Gesicht eines Herrn mittleren Alters, der mich freundlich anlächelte. »Ich hab eigentlich Feierabend, doch soll ich Sie vielleicht noch irgendwo hinfahren?« bat er mir seine Hilfe an. Erst jetzt bemerkte ich den Schriftzug des Wortes »Taxi«. »O Herr, Sie schickte der Himmel!« »Das wäre wirklich sehr nett«, nahm ich das Angebot an, worauf er das Fenster wieder hochfahren ließ und mir die Beifahrertüre öffnete. Dankend nahm ich auf den Sitzplatz Platz und schnallte mich an, ehe der Mann auch schon aufs Gaspedal trat und losfuhr. »Wohin geht's denn, junge Dame?« fragte er mich, ohne den Blick von der Straße zu wenden. »Kennen Sie das Internat hier in der Nähe?« erkundete ich mich vorsichtig, worauf er jedoch nickte. »Da müsste ich hin«, meinte ich und strich mir eine der nassen Haarsträhnen, die sich in mein Gesicht verirrt hatten, in das Ohr. Und dann noch so spät draußen«, hakte der Taxifahrer nach und bog nach rechts in eine kleine Seitenstraße ein. »Naja, ich hab irgendwie den Weg nicht mehr zurückgefunden«, gab ich ehrlich zu und lächelte gequält, worauf der Mann herzhaft lachte. »Du erinnerst mich an meine Tochter«, meinte er mit einmal und bog ein weiteres Mal ab. »Die ist auch nie um ein Wort verlegen.« Lächelnd warf ich ihnen einen Blick zu, ehe ich meine Augen wieder auf die Straße vor uns richtete. »So, da wären wir«, meinte der Taxifahrer nach weiteren 5 Minuten Fahrt und schenkte mir ein Lächeln. »Wie viel...« »Behalte dein Geld, ich hab's gerne getan«, unterbrach er mich. »Vielen herzlichen Dank, wirklich. Man begegnet nicht jeden Tag so netten Menschen«, bedankte ich mich überschwänglich und öffnete die Türe, um auszusteigen. Bevor ich die Türe jedoch zuschlug, bedankte ich mich ein weiteres Mal bei dem netten Herrn. Danach huschte ich mit schnellen Schritten durch den Innenhof zur Eingangstür. Ich wollte sie gerade leise öffnen, als sie sich vehement weigerte. Ich lehnte mich mit meinem kompletten Körpergewicht gegen sie, doch sie wollte partout nicht aufgehen. Sie bewegte sich nicht ein Stückchen. »Nein, nein, nein, nein! Das konnte nicht wahr sein, das durfte nicht wahr sein. O Herr im Himmel, mach, dass diese verdammte Türe aufgeht, bitte!« Doch all mein Bitten und Flehen half nichts. Die Türe war und blieb verschlossen. Schluss, aus, Ende. Ich würde die Nacht wohl hier draußen verbringen können. So ein Mist. Seufzend ließ ich mich auf den Stufen der Treppe nieder und vergrub mein Gesicht in meinen Händen, während der Regen auf mich niederprasselte. Wie armselig war ich, bitteschön. Ich saß hier im Regen und heulte mir die Augen aus dem Kopf. Ich war fassungslos, fassungslos über mich selbst. Nur mit Mühe unterdrückte ich einen lauten Schluchzer und wischte mir die Tränen aus dem Gesicht. Doch viel half es nicht. Denn binnen weniger Sekunden hatte der Regen die trockene Stelle wieder im Wasser getunkt. Ich musste dringend etwas unternehmen. Schließlich konnte ich hier nicht einfach so rumsitzen und nichts tun. Das war einfach nicht ich. Ich erhob mich also von den nassen Stufen und trat auf den glitschigen Unterdruck vor die Eingangstür. Natürlich musste meine Schuhsohlen so viel Halt besitzen wie eine Packung Schmierseife, und so verlor ich vollständig das Gleichgewicht. Ich konnte mich noch gerade an den Griff der Türe festhalten, doch statt Widerstand zu leisten, kam sie mir entgegen und so landete ich auf meinen Hosenboden. Verdattert starrte ich die Türe an, die nun wieder ins Schloss fiel. Ich begriff, was gerade passiert war. Am liebsten hätte ich mir eigenhändig den Kopf abgehackt für diese Dummheit. Die Tür ging nicht mit Drücken auf, sondern mit Ziehen. Dass mir das nicht vorher aufgefallen war. Kopfschüttelnd erhob ich mich vom Boden, öffnete die Tür und schlüpfte endlich nach drin ins Trockene. Ich hab's ja gesagt, Türen und ich waren noch nie so dicke.
Erleichtert stapfte ich die Treppenstufen nach oben, in den zweiten Stock und den Gang entlang, zu unserem Zimmer, ehe ich die Zimmertüre aufschloss und den Raum betrat. »Oh, mein Gott, Jill!« meinte Kay schockiert und starrte mich entsetzt an. »Ich bin fast gestorben, Vorsorge. Wenn du in der nächsten halben Stunde nicht aufgetaucht wärst, hätte ich Frau Schattenhauer benachrichtigen müssen. Bin ich froh, dass du wieder da bist. Hey, hast du geweint?« blubberte es mal wieder aus ihr heraus, während sie auf mich zukam und schließlich skeptisch musterte. »Sei mir nicht böse, aber ich will jetzt nicht darüber reden. Vielleicht morgen oder übermorgen, aber nicht heute. Ich will einfach nur ins Bett.« »Klar, schon okay. Komm erstmal aus den nassen Sachen raus. Du erkältest dich sonst noch.« Dankbar lächelte ich sie an und schälte mich quälend aus meinen Klamotten. Erster Tag wäre geschafft. Fehlt nur noch hunderte weitere auf diesem Internat. Hoffentlich würde dies entspannter und angenehmer verlaufen, doch eigentlich konnte es ja nur besser werden, oder?